so kurz mich vorzustellen und erzählen, bevor ich mein Buch aus meinem Buch lese. Ich heiße Abreza, ich komme aus Mesopotamien, aus Anatolien, aus heutigen Kurdistan oder Kurdengebiet genannt. Und ich bin geboren in Oberer Mesopotamien, in der Quelle zwischen Euphrat und Tigris. Das ist in dem Gebiet Dersim. Dort bin ich geboren. Ich bin ein Bergbauernkind. Dort in den Bergen, circa 3000 Meter Höhe, unsere Gipfel, auf die Welt gekommen. Vor 25 Jahren bin ich aus Köln-Schönbrunn nach Österreich geflüchtet. Ich habe 16 Jahre in Wien gelebt. Jetzt seit circa 10 Jahren lebe ich in St. André Wörden in Niedersachsen. Ich konnte nicht mehr. Meine Gefühle sind stehen geblieben. Ich konnte nicht mehr weiterschreiben von meiner Sehnsucht. Ich möchte meine Geschichte erzählen. Es sind viele Jahre vergangen. Ich möchte meine Geschichte meinen Kindern schenken und den Kindern in Zukunft in Kurdistan. Das war auch sehr wichtig im Buch, auch nicht diese furchtbare Erlebnisse nur zu schildern, sondern auch die Schönheit, die Kindheit und ein Teil auch meine Kultur, meine Sprache und auch Hintergrund, meine Kindheit, Jugendzeit zu präsentieren. Die Bilder auf dem Foto hier, die sind Handwerke von meiner Mutter. Gibt es auch einige Kelimster, innen habe ich reingegeben, die sind auch Handwerke von meiner Mutter. Die glückliche Kindheit im Dorf. Im Frühling, wenn es langsam wärmer wurde, die Blumen zu blühen und die Pflanzen zu wachsen begannen, wenn der Sommer sich näherte, die Tage länger und heißer wurden, die Schule langsam zu Ende ging, wenn Tiere bessere Futter brauchten und die Felder des Dorfes beackert werden sollen, dann gingen wir auf die Alm. Im Dorf blieben Sommer nur wenige, die Älteren und die Schwächeren. Sie bauten Getreide, Gemüse und Obst an. Mit den Tieren zogen wir auf der Alm. Sogar mit den Hühnern. Im Sommer spielte sich das ganze Leben auf der Alm ab. Da gab es Häuser mit Dächern aus Eichenzweigen. Die Mauern waren aus Steinen und Holz. Andere hatten große Zelte, Nomadenzelte aus Ziegenhaar, schwarze, rote, weiße, braunrote. Die Zelte wurden aus dem Dorf mitgenommen und auf dem Alm aufgestellt. Im Wald gab es versteckte Felsen. Dort gingen wir mit den Tieren hin und spielten. Wir brachten die Tiere auch auf die Weide. Wir liebten unsere Tiere. Wenn sich eine Ziege verletzt hatte oder starb, weinten wir. Und wir weinten auch, wenn ein Huhn zu Schaden gekommen war, die mit dem Eichenlaub gedeckt waren. Die Zelte standen im Kreis rundherum. Das Leben war viel frei und ungezwungen. Auch die Häuser standen allen offen. Am Abend saßen wir beisammen, es wurde Feuer gemacht, Chai zubereitet und wir kochten und aßen gemeinsam. Die Pferde zogen frei umher und suchten ihr Futter selbst. Wir sammelten den Sommer über Kräuter, Pilze, Blüten und Früchte des Waldes und der Wiesen. Die Heilpflanzen, die es dort in großer Vielfalt gab, trockneten wir für den Winter. Wir schnitten auch Eichenzweige als Winterfutter für die Ziegen.